49 Euro Freiheit, ganz Deutschland in einem Ticket? Wir sind dann mal weg, oder? Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu diesem Phoenix Plus. Was ist es wert, dieses digitale Versprechen von grenzenloser Tariffreiheit und Mobilität? Welches Potenzial steckt im Deutschland-Ticket? Darum soll es in dieser Sendung gehen. Und um die Fragen, was bringt das Ticket für Pendlerinnen ganz konkret? Wird die Klimabilanz verbessert? Passt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Und wird es endlich bessere Anbindungen und Taktungen bei den Öffis geben? Für eine erste Bestandsaufnahme haben wir den Kollegen Christian Wiegand an den Start gebracht. Er ist losgezogen, natürlich mit Bus und Bahn, und zeigt den Status quo im öffentlichen Personennahverkehr. Die Mobilität in Deutschland soll vorangehen mit dem Deutschlandticket. Eine Herausforderung für den öffentlichen Personennahverkehr, kurz ÖPNV. Denn bereits jetzt transportieren die Verkehrsbetriebe jährlich über 7 Milliarden Fahrgäste in Deutschland. Dadurch werden bis zu 10 Millionen Autofahrten auf deutschen Straßen überflüssig. Und durch das Deutschlandticket sollen sich diese Zahlen deutlich erhöhen. Macht es da noch Spaß, mit Bus und Bahn zu fahren und auf das Auto zu verzichten? Wir sind in Bonn unterwegs und finden Fahrgäste, die alle Hochs und Tiefs als Reisende im Nahverkehr erleben. Dabei könnte es doch eigentlich so einfach sein. Ja, und genau das ist es doch, was den ÖPNV ausmacht. Man hat Platz, man hat Zeit, ein Buch zu lesen auf dem Weg zur Arbeit. Man steht nicht im Stau, man kann die Zeit zur Arbeit sinnvoll nutzen. Und das ist einer der wichtigen Punkte für die Fahrgäste, die mit der Bahn fahren und zur Arbeit müssen oder die auch einfach nur privat nutzen. Das ist relativ preisgünstig, ist relativ, allerdings nicht in Bonn. Es gibt Städte, da ist es günstiger. Und umweltfreundlich natürlich. Das ist für mich sehr ausschlaggebend. Also, dass man schnell irgendwo hinkommt, dass man nicht im Stau steht. Es gibt viele gute Verbindungen. Dass ich von Ort zu, von A nach B komme in meistens schnellen Momenten. Der Vorteil ist natürlich, dass man flexibel ist, nebenbei ein bisschen arbeiten kann und schnell am Ziel ist, wenn es gut läuft. Entspanntheit. Kein Stress auf der Straße. Aber die letzten 4 Jahre durch Corona bin ich sehr selten gefahren. Ich war Vielfahrer gewesen früher und jetzt läuft es so langsam wieder an. Ich kann mich ausruhen, kann was lesen, habe keinen Stress auf der Straße, muss mich nicht mit anderen Autofahrern ärgern und so. Und ja, und ich tue was für die Umwelt, also ne, weil die Bahn ja sowieso fährt. Dass man eigentlich fast überall hinkommt in NRW. Ja, gerade als Student muss ich da selbst nicht auch so fahren. Es gibt einige Strecken, die halt ganz nett sind, zum Beispiel hier von Bonn runter das Rheintal bis Koblenz, Mainz. Bei allen Vorteilen. Der ÖPNV kann auch echt nerven. Volle Busse und Bahnen. Und das ist jetzt natürlich hier auch ein Beispiel für den ÖPNV, warum viele ihn nicht nutzen wollen. Denn es ist sehr voll, es ist der Berufsverkehr jetzt hier. Also der Vorteil, dass man sich jetzt hier auf die Arbeit vorbereiten kann, lesen kann, findet hier eben nicht statt, denn es ist einfach zu voll. Und das führt dazu, dass viele Menschen den öffentlichen Nahverkehr auch meiden. Und hier muss noch gearbeitet werden. Ständige Verspätungen, Türen schließen nicht. Viel Personalausfall. Also auf jeden Fall, dass es immer zu spät kommt. Das ist echt nicht so cool, weil auch die Anschlüsse dann halt nicht so gut sind. Also ich muss halt auch mehrmals umsteigen und dann würde ich mir halt schon wünschen, dass es immer, dass die Bahn und Busse pünktlich kommen, ja. Wir sind jetzt gerade unterwegs nach Freiburg, werden unseren Anschlusszug vielleicht in Mannheim schon nicht mehr erreichen, weil der in Siegburg schon zu spät losfährt. Man kann sich einfach nicht darauf verlassen. Unpünktlichkeit. Das heißt, wenn da dran steht, der Zug fährt um 16 Uhr, dann hat er um 16 Uhr zu fahren. So viel Stress kann das halt sein, wie auf der Straße. Naja, dass es manchmal sehr voll ist. Verspätungen, vor allem jetzt, wie gerade hier im Bonn am Hauptbahnhof. Es ist nicht besonders zuverlässig. Also der Bus- und Bahnverkehr, ich habe langsam den Überblick mit den ganzen Streiks verloren. Das Nervige sind tatsächlich Verspätungen, Ausfälle, mangelnde Informationen. Und vor allem, wenn man Kinder hat oder zum Kindergarten ein Enkelkind bringen muss, ist es sehr problematisch. Eine, die sich mit den Gefühlslagen ihrer Kundinnen bestens auskennt, ist Anja Wennmarkers. Seit 6 Jahren Herrin über Busse und Bahnen bei den Stadtwerken in Bonn. Frau Wennmarkers, wie nutzen Sie persönlich den öffentlichen Personennahverkehr? Also ich nutze Mobilität. Das ist bei mir ganz wichtig. Ich kombiniere alles miteinander. Ich besitze sogar noch ein Auto. Ich nutze das nicht sehr häufig, aber hier in Bonn haben wir tolle Möglichkeiten und können Busse und Bahnen und Fahrräder und E-Bikes und
Roller, wir können alles kombinieren, das mache ich gern. Was glauben Sie denn jetzt mit dem 49-Euro-Ticket, will man ja auch versuchen, gerade Menschen wieder in die Busse und Bahnen zu locken, die das bis jetzt nicht gemacht haben. Was stört die Leute am meisten, wenn sie Bus und Bahn fahren müssen? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt. Bisher ging es immer so, oh, ich muss Bus und Bahn fahren. Und dann stört natürlich, wenn der verspätet kommt oder im schlimmsten Fall gar nicht kommt und die Information dazu nicht kommt. Das ist extrem ärgerlich. Da haben wir in den Städten allerdings einen großen Vorteil, weil man ja fast nicht mehr gucken muss. Es kommt in den Spitzenzeiten alle 5 Minuten, ansonsten alle 10 Minuten etwas. Aber es kommt was. Jetzt haben wir das Glück, wir fahren jetzt gerade außerhalb der Stoßzeiten hier durch Bonn. Wie kann man das Problem der Hauptstoßzeiten lösen, beziehungsweise da das Angebot attraktiver machen? Denn ich glaube, die meisten Pendler, die im Berufsverkehr fahren müssen, haben eher das Gefühl, ich muss mit dem ÖPNV fahren und nicht, ich kann und kann die Zeit nutzen, um mich vorzubereiten, weil es einfach wahnsinnig voll und stressig ist. Das passiert natürlich schnell, vor allen Dingen, wenn man vom ländlichen Raum in die Stadt reinfährt, denn da ist das Angebot natürlich deutlich dünner. Insofern wird es eine Herausforderung sein, Stadt und Land abzugleichen und da bessere Mobilität zu sorgen. Auf der anderen Seite, wir sind in der glücklichen Situation, wir sind nicht mehr das Muss. Wir kommen in die Situation, Menschen möchten für uns arbeiten und mit uns fahren, weil wir Teil von etwas sind, was junge Menschen wollen. Wir wollen alles für die Umwelt machen, wir wollen gerne geteilte Mobilität, wir möchten nicht mehr alles besitzen. Also wir sind inzwischen Teil von etwas Gutem. Welche Rolle spielt denn da jetzt das 49-Euro-Ticket? Wird das dafür sorgen, dass da wirklich jetzt der ÖPNV einen Aufschwung bekommt? Sie als Stadtwerke Bonn eben auch sagen können, wir haben jetzt ganz andere Möglichkeiten, für die Kunden einen tollen Nahverkehr zu bieten. Wir haben schon tolle Möglichkeiten. Ich bin ein Riesenfan vom 49-Euro-Ticket, vom Deutschland-Ticket, weil das Mobilität leichter macht. Es ist nicht mehr notwendig, Abitur zu machen und irgendwelche komplizierten Waben, Zonen oder sonstige Netzformen zu lernen, um zu wissen, wie viel man bezahlen muss. Man hat ein Ticket in der Tasche für eine Person, für ganz Deutschland. Das ist perfekt. Das ist ein Riesenanstoß und ein ganz großer Schritt für die Mobilitätswende. Den Verkehr müssen wir trotzdem machen. Und der hängt nicht nur vom guten Ticket ab, sondern von der Infrastruktur, von dem Geld, was im System ist und davon, dass wir das weiterhin leisten können. Guter Verkehr, den man anbieten will, kostet auch Geld. Wenn man jetzt aktuell ein Monatsticket noch kauft hier in Bonn, selbst subventioniert für Hospitanten um 80 Euro im Monat, jetzt das 49-Euro-Ticket. Gibt es da eine finanzielle Lücke, die Sie schließen müssen? Und wenn ja, wie? Wenn wir die schließen wollten, wären wir komplett überfordert. Das ist allerdings glücklicherweise auch jedem bewusst. Wir haben im Augenblick einen sehr deutlichen Schulterschluss zwischen Kommunen, Verkehrsunternehmen, dem Land und dem Bund. Und die Finanzierung für die ersten 1,5 Jahre ist ziemlich gesichert. Das reicht nicht. Wir sind deswegen auch jetzt schon in Gesprächen mit Politik und unterstützt durch den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, den VDV, um weiter für eine kontinuierliche Finanzierung zu sorgen. Auch eben nicht nur des Tickets, sondern vor allen Dingen auch der Infrastruktur fürs Angebot. Mit Bus und Bahn durch Stadt und Land. Immer irgendwie irgendetwas zwischen entspannt reisen und unter Hochspannung transportiert werden. Ja, so sieht es im Moment aus. Was bringt das Deutschlandticket? Dazu begrüße ich jetzt Katja Diehl. Sie ist Mobilitätsexpertin, Beraterin, Podcasterin, Autorin, alles mit Schwerpunkt Verkehr, zugeschaltet jetzt aus Hamburg. Hallo dahin. Ja, sonnige Grüße. Sie haben Ihr Deutschlandticket schon gekauft, Frau Diehl, nehme ich an? Ja, ich probiere natürlich alles aus, wobei bei mir ist es nicht so kompliziert wie bei anderen vielleicht. Ich habe eine Bahncard und da ist ja manchmal die Anschlussmobilität schon gewährleistet. Was sind denn gute Gründe dafür, fürs Deutschlandticket, für Sie persönlich, aber auch im Allgemeinen? Ich freue mich, dass endlich die Menschen, die schon mit Bus und Bahn unterwegs sind, das erste Mal wirklich eine Art Kundenbindung erfahren, also belohnt werden mit günstigeren Preisen und vor allen Dingen, dass sie vielleicht nicht mehr nur ein Monatsticket haben wie bisher, sondern dass es deutschlandweit gültig ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielen Menschen, die jetzt schon im Bus und Bahn sitzen, auch richtig gut gefällt. Schauen wir mal zusammen auf die Lage insgesamt in Deutschland. Da sieht das Fazit beim Vorverkauf des Deutschlandtickets bislang nämlich nicht ganz so rosig aus. Eine deutliche Mehrheit gibt es, 57% der Befragten, die haben angegeben, gar kein Interesse daran zu haben. 11% immerhin haben es bereits gekauft, 15% haben es vor. Es gibt 14% Unentschlossene.
und 3% keine Angabe. Was denken Sie, Frau Diehl? Warum ist das Ticket, so wie es jetzt im Moment ist, doch für viele Menschen nicht interessant? Bei dem 9-Euro-Ticket, das wir ja 3 Monate lang hatten und was wirklich durch die Decke gegangen ist in Sachen Nachfrage, da war das natürlich ein Betrag, den man eben auch so in der Tasche hat. Das 9-Euro-Ticket war etwas, wo man gesagt hat, okay, da kann ich 30 oder 31 Tage mit öffentlich mobil sein. Ich kaufe mir das, auch wenn ich noch gar nicht so weiß, wie der Monat verlaufen könnte. 49 Euro hingegen ist schon so etwas, wo man mal nachdenkt. Brauche ich das wirklich? Würde ich das überhaupt nutzen? Und gerade Menschen, die vielleicht spontan in die Bahn hüpfen würden, können ja jetzt nicht heute kaufen und morgen fahren. Also es ist ein gewisses Hemmnis natürlich in Sachen Preis. Es ist ein gewisses Hemmnis für Leute, wo halt keine Bahn fährt und kein Bus. Natürlich gibt es Regionen in Deutschland, die in dem Sinne strukturschwach sind und wo Menschen sagen, nee, für den Preis, das ist hier so schlecht, das System, das brauche ich nicht. Und es ist natürlich etwas, wo vielleicht auch gar nicht gegengerechnet wird. Also wie teuer ist eigentlich mein Auto im Monat? Das berechnet man nicht unbedingt. Das sieht man vielleicht mal an der Tankstelle, wenn man den Tank füllt. Aber die Warenkosten sind für viele Leute unbekannt. Ja, Sie haben die Kfz-Kosten eben angesprochen. Ich habe es tatsächlich heute mal gemacht, auf dem Weg von zu Hause hier ins Studio getankt für 49,43 Euro. Genau, die ganze Null habe ich nicht hingekriegt, aber ich habe dafür knapp unter 30 Liter Sprit bekommen. Und das ist für mich ganz klar, das bringt mich also überhaupt nicht über einen Monat. Eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll, eher über eine Woche. Insofern haben Sie recht, man muss mit den Preisen dann auch fair umgehen und die im Zweifel relativieren. Frau Diehl, wir sprechen gleich noch mal weiter, wollen uns jetzt aber noch mal anschauen die genaue Situation der PendlerInnen in Deutschland. Wir schauen uns das mal an in einem Beitrag. Es gibt viele, 40% aller Beschäftigten in Deutschland pendeln. Das heißt, sie verlassen auf dem Weg zur Arbeit ihren Stadt- oder Landkreis. Und der überwiegende Teil von ihnen, über 60%, nutzt dazu das Auto. Ja, und vielen bleibt auch nicht wirklich was anderes übrig. Denn gerade auf dem Land sind Angebot und Taktung im ÖPNV oft extrem unattraktiv. Personenbeförderung im Schneckentempo. Wir haben PendlerInnen begleitet, da wo der nächste Bus, die nächste Bahn erschreckend lange auf sich warten lässt. Aber auch dorthin, wo man inzwischen versucht, mit flexiblen Alternativen dem herkömmlichen System auf die Sprünge zu helfen. Gleich wird er losfahren, der Bus nach Brome. Einmal die Stunde geht er morgens und bringt Angelika Litau zur Arbeit. Das 49-Euro-Ticket wäre toll, sagt sie, aber noch dringender wären bessere Verbindungen. In den Ferien ist es ganz schlimm, da muss ich dann halt eine Stunde früher fahren. Dann bin ich dann eine Stunde früher in Brome, muss da halt so rumstehen, bis ich dann halt zur Arbeit kann. Und zurück ist es das Gleiche. Also die fahren alle 2 oder 3 Stunden nur. Oft sitzt Angelika Litau allein im Bus. Um flexibel zu sein, nutzen die meisten hier lieber das Auto. Der öffentliche Nahverkehr auf dem Land, teuer und an vielen Orten vernachlässigt. Soll er nun wieder attraktiv werden, bräuchte es mehr und bessere Anschlüsse. Doch es droht das Gegenteil. Wir haben mit den steigenden Energiekosten, den entsprechenden Problemen in der Finanzierung der Fahrer zu kämpfen. Das heißt, die Sicherung des jetzigen Angebots ist momentan nicht gesichert. Wir brauchen mehr Geld im System, um das aktuelle ÖPNV-Angebot jetzt zu sichern. Und dann kommt das 49-Euro-Ticket obendrauf. Denn es bedeutet noch weniger Einnahmen für die Busbetriebe. Vom Ausbau der Verbindungen kann man im Friseursalon in Hankensbüttel darum nur träumen. Immer wieder kommt hier die Auszubildende zu spät, weil die Öffis nicht fahren. So, gegen 7 rufst du mich an, ne? Ja. Gegen 7 rufst du mich an, weil der Zug nicht gekommen ist, ne? Und wenn sie den Zug nicht bekommt, hat sie Probleme, den Anschlussbus zu bekommen. Es wird sehr viel für die Städter gemacht, aber auf dem Land leider nicht. Angelika Litau will sich das 49-Euro-Ticket kaufen, sobald es zu haben ist. Und sie glaubt, dass dann vielleicht auch mehr Menschen Busse und Bahnen nutzen. Jedenfalls, wenn sie öfter und flexibler fahren. Was gut wäre, wäre vielleicht, wenn die Stadt einen Rufbus einsetzen würden für die Stunde, wo halt kein Bus fährt. Dass man dann halt vorher Bescheid sagen kann, aha, an dem Tag bräuchte ich dann und dann Bus, der mich dahin fahren würde. Im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fleming funktioniert so ein Rufbussystem ziemlich gut. Dennis Haas kommt von der Frühschicht und will schnell nach Hause. Ein Linienbus fährt nicht, doch dank des Rufbusses kommt sie ohne Probleme in ihr Dorf zurück. Wenn ich Frühdienst habe oder wenn ich Nachtdienst habe, ist das besonders wichtig, weil ich dann halt morgens jeweils abgeholt werden muss.
Linienbusse fahren hier nur selten, denn sie sind teuer für die dünn besiedelte Region. In Berlin hat man das, zu jeder Tages-Nachtzeit kommt man von A nach B. Man muss vielleicht 20 Minuten auf den Bus warten, aber man weiß, es kommt was. Hier weiß man, es kommt nichts. Online oder per Telefon sind Buchungen möglich. Ein Wachschutzunternehmen nimmt die Anrufe von 5 bis 22 Uhr entgegen. Hier sind sie eh rund um die Uhr besetzt. Eine eigene Rufbuszentrale könnte sich der Landkreis nicht leisten. Wir haben die Rechentechnik da, ja, wir haben die Mitarbeiter da, wir haben die Telefone da, wir sind erreichbar. Ja, und so ist dieses Projekt damals gestartet, ja, mit damals einigen wenigen Anrufen bis jetzt mehreren tausend im Monat. Ja. Nutzen, was es schon gibt, lautet das Erfolgsrezept. Dazu gehören auch die Haltestellen. Vor 12 Jahren starteten die Rufbusse in Teltow-Fleming. Mühsam war es. Jetzt ein Erfolgsmodell und das für nur 1 Euro mehr als der normale Fahrschein. Hier fühlt sich, glaube ich, niemand mehr abgehängt. Mit unserem Rufbusangebot haben wir eben eine Möglichkeit geschaffen, dass man ja mobil sein kann, auch im ländlichen Raum. Sie gehen davon aus, dass das 49-Euro-Ticket die Nachfrage weiter steigen lässt, befürchten aber sinkende Einnahmen. Ohne zusätzliche Zuweisung vom Land und vom Bund wird das nicht finanziert werden können, das 49-Euro-Ticket aus dem Landkreisgeld heraus. Also da haben wir im Moment noch kein Rezept dafür. Die Zufriedenheit der Menschen hier lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken, aber die Fahrgastzahlen sprechen für sich. Sie haben sich in nur 3 Jahren vervierfacht. Also es werden wirklich neue Wege befahren, muss man ja hier sagen, und auch bestritten. Katja Diehl ist uns weiter zugeschaltet, Mobilitätsexpertin. Was halten Sie von solch flexiblen Lösungen, wie eben im Beitrag gesehen? Ich fand es total super, diesen Spruch auf das Bestehende zu setzen. Also einmal kannte ich noch nicht die Lösung, dass ein Wach- und Schließdienst diese Zentrale ja auch darstellen kann. Super gute Idee. Ich bin in dieser Woche mit einem Taxi zum Beispiel gefahren. Da kann man die Sitze zu so Kindersitzen machen. Das ist ja auch manchmal die Frage, ne? Bei solchen On-Demand-Rufbussystemen, wenn ich ein Kind dabei habe, muss ich den Kindersitz mal mitschleppen. Also es gibt so viele Lösungen, die wir schon nutzen können. Und wenn wir da die Kernkompetenzen zusammenholen, gerade im ländlichen Raum, sehe ich super viele Chancen. Und das Beispiel hat es ja gezeigt mit der Vervierfachung der Fahrgastzahlen. Super viele Chancen sieht auch der Verkehrsminister Volker Wissing. Er sprach zur Einführung des 49-Euro-Ticket oder Deutschland-Tickets über multimodalen Verkehr. Also eine Wegstrecke wird mit einem Mix aus verschiedenen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Also erste Meile im Individualverkehr nannte er das, zum Beispiel mit dem Auto bis zum Park-and-Ride-Platz und dann umsteigen in Bus und Bahn. Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht denn diese einzelnen Module, damit dann später die ganze Strecke auch wirklich funktioniert? So leid es mir tut, auch da muss ich erstmal Herrn Wissing wieder korrigieren. Das Deutschland-Ticket gewährleistet natürlich nicht diese multimodale Mobilität. Erstens, weil Angebote fehlen und zweitens, weil die Bezahlung von diesen Angeboten ja nicht im Ticket inkludiert ist. Es wäre fantastisch, wenn es so wäre. Es gibt auch Professor Andreas Knie zum Beispiel vom WZB Berlin, der sich dafür einsetzt, ein Ticket zu haben, wo man dieses Multimodale schon eingepreist hat. Also einfach mal raus aus den ganzen Subventionen vom Auto, das sind ja mehrere Milliarden Euro, und diese dann für die Multimodalität zu nutzen. Ich kann mir das super gut vorstellen, dass all die Sachen, die uns in der Stadt nerven, das sind vor allen Dingen die E-Scooter, die auch kein Problem sind in meiner Wahrnehmung, aber im ländlichen Raum machen die viel mehr Sinn als in der Stadt. Also da diese letzte Meile zum Beispiel zu schließen, in naher Zukunft fahren die vielleicht auch autonom in der Nacht zurück zu ihrem Standort. Also da sind viele Sachen für mich auch denkbar, ja. Vielen Dank, Katja Diehl. Auch wir sprechen gleich noch mal weiter. Wir wollen uns jetzt nämlich noch weitere Module angucken. Darüber haben wir gerade geschaut und Ansätze, wie man die Verkehrswende hinbekommt in Deutschland. Aber auch ein wenig über den Tellerrand schauen. Denn wenn man sich in Europa ein bisschen umschaut, dann gehen andere schneller voran als in Deutschland. In Paris zum Beispiel entsteht in der Innenstadt eine autofreie Zone. Mehr Platz für FußgängerInnen und RadfahrerInnen soll es geben. Der Durchgangsverkehr wird komplett umgelenkt, aus der Stadt verbannt. Paris macht mit diesem Konzept derzeit Furore. Die Franzosen haben ihre Hauptstadt und Deutschland hat Mannheim. Richtig, auch hier hat man das Konzept einer teilweise autofreien Innenstadt ausprobiert. Und Sie merken schon, ich spreche in der Vergangenheit, der Versuch wurde vorerst wieder eingestellt. Max Schwarz mit der ganzen Geschichte. Mannheim hat ein Verkehrsproblem. Zu viele Autos drängen sich durch die Straßen der Innenstadt. Lärm und Luftbelastung sind hoch.
Ein Verkehrsversuch sollte das ändern. Straßen wurden für den Durchgangsverkehr gesperrt, Parkplätze wichen Blumenkästen. Nach knapp einem Jahr ist nun Schluss, auch weil Einzelhändler wie Antonio Blattero-Weber mit einer Klage drohten. Wir sind hier in der Innenstadt sehr froh, dass der Verkehrsversuch beendet wurde vorerst und weil wir massive Frequenz- und Umsatzverluste hatten. Also bei uns war es zwischen 20% und 40%. Viele Einzelhändler leiden noch immer unter den Verlusten durch Corona, auch verstärkt durch die wachsende Bedeutung des Onlinehandels. Hinzu kommen Inflation und Energiepreise, der Verkehrsversuch eine weitere Belastung. Nicht das Ziel, sondern der Zeitpunkt der Maßnahmen sei das Problem. Wir brauchen jetzt eine Phase der Ruhe. Wir können keine, nach dieser Corona-Zeit eben keine weiteren Experimente gebrauchen, wo zum Schluss vielleicht die Operation gelungen ist, aber der Patient tot ist. Die Innenstadt neu beleben und die Aufenthaltsqualität steigern. Ziele, die durch den Verkehrsversuch erreicht wurden, betont der zuständige Bürgermeister. Jetzt gehe es an die Auswertung der erhobenen Verkehrs- und Umweltdaten sowie eine Online-Befragung. Denn die Herausforderungen sind gewaltig. Also wir müssen uns alle ehrlich machen ein Stück. Wir werden viele Abläufe in unserer eigenen Lebensumwelt verändern, wenn wir unsere übergeordneten Ziele ernst nehmen und verfolgen wollen. Wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen, wenn wir lebenswerte Innenstädte haben wollen. Währenddessen rinnen lediglich noch vereinzelte Fahrbahnmarkierungen an den Verkehrsversuch. Der Rückbau schreitet voran. Doch Umweltschützer fordern etwas anderes. Naja, dass nicht nur Ziele formuliert werden. Die Stadt hat ja auch mit dem Leitbild 2030 Ziele zum nachhaltigen Verkehr formuliert, sondern dass da auch tatsächliche Taten folgen. Und dass man nicht halbherzig einen Verkehrsversuch ohne Auswertung wieder beendet. Das ist einfach sehr schade, wie es gelaufen ist. Die Mannheimer Innenstadt. Für rund 24.000 Menschen ist sie Lebensraum. Das Thema Verkehr wird hier hitzig diskutiert. Ja, Deutschland hängt an seinen Autos und Deutschland steht im Stau. 2022, wir nehmen nur den Zeitraum 24. Juni bis 11. September. 106.488 Staus. Länge 4,5 Mal um die Erde. Nur in den Sommerferien. Und das, obwohl es 2022 im Sommer, Sie erinnern sich vielleicht, ein extrem günstiges Nahverkehrsticket gab. Das 9-Euro-Ticket. Vorläufer und gewissermaßen Geburtshelfer des Deutschland-Tickets. Schauen wir nochmal drauf, wie alles begann und vor allem, was es gebracht hat. Viele nutzen das Ticket, um für kleines Geld mal rauszukommen. Auch dahin, wo das große Geld zu Hause ist, auf Sylt. Ist natürlich richtig voll und von daher, ich kann es mir vorstellen, für die Sylter auch nicht so ganz angenehm. Und dann ruft die linke Szene im Juni auch noch die Sylto-Kalypse aus. Chaos-Tage Sylt für 9 Euro, hin und zurück. Im reichen Kampen sieht man es gelassen. Alles gut, jeder kann noch hier an den Strand ein bisschen baden, ein bisschen Party machen und so. Wir sind davon nicht beeindruckt und jeder ist auch herzlich willkommen auf ein Bierchen. Schlussendlich wird eh alles nicht so schlimm. Friedliche Koexistenz. Viele haben das 9-Euro-Ticket für Freizeitfahrten genutzt. Ursprünglich war es aber als finanzielle Entlastung für Pendler gedacht und als Anreiz für ÖPNV anstelle des Autos. Wurde dieses Ziel erreicht? Studien kommen zu teils unterschiedlichen Ergebnissen. Im Großraum München nahm das Verkehrsaufkommen nur um etwa 3% ab, so eine Studie der Technischen Universität München. Per Mobilfunkdaten erhobene Werte des Statistischen Bundesamtes zeigen bundesweit genauso viele Autos auf der Straße wie im Jahr vor der Pandemie. Verkehrsdatenspezialist TomTom hingegen kommt zu einem ganz anderen Ergebnis. Untersucht wurden Staudaten in 26 Städten. Ergebnis: Das Stauniveau sank teilweise beträchtlich. Weniger Staus, weniger Pendler, so die Schlussfolgerung von TomTom. 38 Millionen Mal wurde es verkauft. Zum 1. September läuft das 9-Euro-Ticket aus. Ob die, die es gekauft haben, beim ÖPNV bleiben, hängt wohl auch davon ab, wie attraktiv ein eventuelles Nachfolgeangebot ist. Genau. Und darüber wollen wir noch einmal sprechen mit Katja Diehl. Frau Diehl, Ihre Prognose, hat das Deutschland-Ticket als politisches Instrument das Zeug dazu, mehr Menschen von der Straße auf die Schienen oder in Busse zu bekommen?
Mobilität ist ja eine ganz große Routine. Also kein Mensch setzt sich morgens an den Frühstückstisch und fragt sich selber, wie mache ich denn heute meine Mobilität? Zumal wir das Wort vielleicht auch gar nicht benutzen. So, wir machen einfach das, was wir am Vortag gemacht haben. Ich denke, es gibt eine Chance von den Menschen, die schon auf dem Weg sind, sich zu verändern, vom eigenen Auto vielleicht in andere Dinge mal reinzugucken. Aber ein Automensch, der nicht in seiner Routine gestört wird, wird das 49-Euro-Ticket nicht benutzen, um das Auto abzuschaffen. Also wir müssen ganz klar auch ran an die Autoprivilegien, wir müssen ganz klar auch ran an den Ausbau von Bus und Bahn, an solche flexiblen Angebote, wie wir sie eben ja auch kennengelernt haben aus Teltow. Das muss alles passieren. Das ist Verkehrspolitik und das ist vor allen Dingen dringend wichtig, weil im Verkehrsbereich diese Emissionen ja sogar steigen. Den ÖPNV attraktiver machen. Jetzt zu Beginn, zur Einführung des Deutschlandtickets, bemühen sich die Verkehrsbetriebe reichlich um, noch gewisse Anreize zu geben, Goodies dazu zu tun. Wir gucken uns mal einige mitunter auch, ich will mal sagen, bemerkenswerte Beispiele an auf einer Grafik. Zum Beispiel in Leverkusen können alle über 75 ihren Führerschein eintauschen gegen ein Jahresabo des Deutschlandtickets. Bei vielen Anbietern gibt es auch Gutscheine, zum Beispiel über dann Folgemobilität, also zum Beispiel DB Call a Bike. Und in Berlin-Brandenburg kann man einen Hund mitnehmen. Ein Beispiel, was jetzt nicht auf dieser Grafik steht, was aber eben der Verkehrsminister, Sie sprachen die Verkehrspolitik eben an, eingebracht hat, ist, man könne ja auch mit jedem Neuwagen gleich ein 49-Euro-Ticket, also ein Deutschland-Ticket mit dazugeben. Gute Idee? Ja. Ich hab mich ein bisschen gewundert über diese Idee, weil das ist natürlich etwas, wo wieder Autofahrende belohnt werden. Und ich denke, es sollte mal in die andere Richtung gedacht werden. Wie machen wir das attraktiv, dass Menschen sich vielleicht gar keinen Neuwagen mehr besorgen, sondern mal drüber nachdenken? Weil statistisch gesehen ist ein Auto in Deutschland ja nur 45 Minuten am Tag mit etwas mehr als einer Person unterwegs. Da können also ganz viele Autos eigentlich schon abgeschafft werden. Und den Leuten jetzt nochmal wieder so eine Routine zu ermöglichen, ein Auto neu zu kaufen, vielleicht ein Dienstwagen neu zu leasen und dann noch ein Deutschlandticket zu bekommen. Ich würde lieber die belohnen, die schon gut unterwegs sind. Und das kommt mir ein bisschen zu kurz. Schauen wir noch mal auf die Schwachstellen und die Schritte in wirklich Richtung Mobilität der Zukunft. Was braucht es Ihrer Ansicht nach, um da sozusagen insgesamt weiter nach vorne zu kommen? Es ist immer momentan so ein bisschen schwierig für mich, weil ich so ein Mensch bin, der gerne ehrlich kommuniziert. Und ich rede natürlich darüber, Angebote zu verbessern, nicht mehr so viel Geld in die Straße, sondern alles in die Schiene und in den ÖPNV zu stecken, gute Radwege auch im ländlichen Raum zu etablieren, vielleicht sogar Coworking Spaces im ländlichen Raum zu haben, sodass Menschen gar nicht mehr jeden Tag zur Arbeit pendeln müssen. Das ist aber nur die eine Seite. Wir müssen natürlich auf der anderen Seite schauen, und da ist dieser Koalitionspartner FDP aber komplett dagegen. Was bringen Tempolimits, was bringen Abschaffung von fossilen Subventionen, wie zum Beispiel Dieselprivileg, wie zum Beispiel Dienstwagenvergünstigungen, wie zum Beispiel aber auch, dass Flüge ins Ausland vergünstigt sind durch Steuern und auch Kreuzfahrten. Also es ist natürlich immer angenehmer, um Angebote zu sprechen, aber man muss sich auch darum kümmern, dass die Privilegien vom Auto, die uns in diese Sackgasse geführt haben, auch wieder zurückgenommen werden. Katja Diehl über Herausforderungen und Chancen des Deutschlandtickets bei Phoenix. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ja, und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wo auch immer Sie uns sehen, hier im analogen TV oder ja vielleicht auf dem mobilen Endgerät, in der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit. Diese Sendung und viele weitere interessante Hintergründe zu aktuellen Ereignissen finden Sie bei uns sowohl im Fernsehen als auch online in den Mediatheken, zum Beispiel reinschauen, lohnt sich immer. Bei Phoenix bekommen Sie das ganze Bild. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.